Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute ein schnelles und einfaches Chili con Carne. Dafür haben wir folgende Sachen. Wir haben hier Rinderhackfleisch, Paprikamark, Bohnen, Mais, Zwiebeln, passierte Tomaten, Salz, Pfeffer, Ingwer, Tabasco, meine spezielle Gewürzmischung, Cheyenne-Pfeffer, Knoblauch und ein Fladenbrot. Weil ich die Zwiebeln und den Knoblauch schon klein geschnitten habe, brauchen wir jetzt nur noch Braten. Dafür gebe ich das Hackfleisch in einen heißen Topf mit ein bisschen Öl. Und das braten wir jetzt schön krümelig an. Wenn das kurz angebraten ist, würze ich das Ganze auch schon mit Salz, Pfeffer. Und Salz. Ein bisschen Ingwer. Und dann Cheyenne-Pfeffer, Gewürzmischung, und 5 Tropfen Tabasco. Durchrühren. Dann geben wir auch schon unsere Zwiebeln dazu. Die lassen wir noch einmal kurz mit anschwitzen und dann löschen wir das Ganze mit unseren passierten Tomaten und dem Wasser ab. Natürlich haben wir vergessen, vor dem Ablöschen geben wir noch unseren Knoblauch dazu. Und unser Paprikamark. Jetzt kommt unsere passierte Tomate darüber und noch 250 Milliliter Wasser. Jetzt lassen wir das erstmal eine halbe Stunde köcheln. Nach einer halben Stunde sieht das Ganze jetzt so aus. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen einreduziert, darum ist das noch sehr dick. Darum füllen wir das nochmal mit 250 bis 300 Milliliter Wasser auf. Und dann geben wir auch schon unsere roten Bohnen und unseren Mais dazu. Jetzt lassen wir das nochmal eine halbe Stunde köcheln. Nach einer weiteren halben Stunde sieht das Ganze jetzt so aus und dann ist das auch schon fertig und kann gegessen werden.